Also zum einen glaube ich, dass das überhaupt kein linkes Thema ist, weil es da bei diesen Fragen geht es um Chancengerechtigkeit und das ist ein kernliberales Anliegen, dafür zu sorgen, dass eben keine äußeren Merkmale darüber entscheiden, welche Chancen du im Leben bekommst, sondern eben deine individuelle Bereitschaft, dich reinzuhängen oder deine Träume und Wünsche, die du hast im Leben. Und wenn wir sehen, dass es strukturelle Unterschiede gibt, die aufgrund des Geschlechts oder wir haben jetzt gerade ja auch mal wieder eine große Debatte zu Black Lives Matters, also zu Rassismus in unserer Gesellschaft, wo man, wenn man selber nicht die Probleme hat, dass man irgendwie eine Wohnung nicht bekommt, wenn man den falschen Nachnamen hat, vielleicht denkt, das wäre kein großes Problem, aber ich halte das für ein massives Problem. Dabei bin ich ziemlich überzeugt davon, dass ich richtig bin bei den Liberalen, weil es für mich eine Frage des Menschenbildes ist. Also wie blicke ich auf die Welt und wer, meine ich, ist eigentlich derjenige, der am besten über sein Leben entscheiden kann? Und für mich ist die Antwort ziemlich klar. Ich habe, ne, mich gefragt, wer sollte eigentlich entscheiden? Und bin zu dem Schluss gekommen, Menschen sollten selber am besten entscheiden, was gut für ihr Leben ist. Sie sollten die Entscheidung treffen, die den Lebensweg gestalten und sie sollten tun und lassen können, was sie wollen, solange sie niemand anderem schaden. Na, also jetzt sind wir bei eigentlich ganz klassisch philosophischen Ansichten. Ja, also tatsächlich, also wenn man jetzt so den größeren Rahmen spannt, dann war es bei mir immer Bildungspolitik. Ich sage mal, das ist natürlich das, was am nächsten dran ist an jungen Menschen. Aber ich finde, der Punkt, der im Leben am meisten darüber entscheidet, wie glücklich, wie erfolgreich, wie selbstwirksam jemand durchs Leben geht, der wird in der Schule getroffen. Da bekommt man das Handwerkszeug, was einen dann durchs Leben trägt. Da bekommt man das Selbstbewusstsein vielleicht mit, das kann ich, da bin ich gut drin, da liegen meine Schwächen, die kann ich so ausgleichen. Und wenn man da eben nicht die beste Bildung bekommt, die man verdient, dann bedeutet das, dass man schlechtere Chancen hat. Und wir haben, ich sage mal, in Deutschland, wir sind natürlich ein sehr wohlhabendes Land, aber wir haben auch in Deutschland große soziale Unterschiede. Und die werden leider gerade nicht durch die Schule nivelliert.